Morgen willkommen zur 15. Vorlesung mit dem etwas lustig anmutenden Titel Zusammenkleben von quantenmechanischen Systemen. Das ist natürlich kein Fachausdruck, aber das ist ganz angebracht, weil Sie sich eigentlich überhaupt nichts darunter vorstellen können, was Zusammenkleben bedeuten soll, und das ist korrekt. Denn in der Quantenmechanik werden Systeme anders zusammengefügt, als man sich das vielleicht intuitiv vorstellen könnte. Und die Frage ist, warum wollen wir sowieso überhaupt Systeme zusammenfügen? Ja, wenn wir zum Beispiel zwei Teilchen betrachten wollen statt nur eins und wir denken, wir haben ein Teilchen verstanden, wie verstehen wir dann zwei Teilchen? Das ist natürlich ein ganz typisches Problem, ein Zweiteilchenproblem auf ein Einteilchenproblem zu reduzieren, beziehungsweise auf das Verständnis der einzelnen Teilchen. Das werden wir auch tun, das werden wir zum Beispiel tun müssen für das Wasserstoffatom. Wir hatten ja letztes Mal schon angefangen, den Drehimpuls zu studieren und solche Geschichten, die Drehimpulsalgebra. Das ist eigentlich alles in Vorbereitung auf das Studium von einem Zweikörperproblem, nämlich zum Beispiel des Wasserstoffatoms. Aber ganz generell, wenn Sie später in der statistischen Mechanik irgendwelche Gase betrachten, haben Sie 10 hoch 23 Teilchen. Es wäre besser, wenn die Theorie für 10 hoch 23 Teilchen mehr oder weniger die gleiche Theorie vom Rahmenwerk wäre wie die Theorie für 10 hoch 23 plus 1 Teilchen. Ansonsten wird es natürlich schwierig. Also wir wollen natürlich letztlich alles auf das Verständnis eines Einteilchensystems zurückführen, beziehungsweise auf die Einteilchenkomponenten. Jetzt habe ich gesagt Teilchen, weil das zunächst mal die beste Anschauung ist, wenn man Systeme zusammenfügt. Es gibt in der Quantenmechanik aber noch andere Features. Zum Beispiel kann ein einzelnes Teilchen durchaus mehr Freiheitsgrade haben, als eben nur gerade seine Position zum Beispiel in der Quantenmechanik. Es kann zum Beispiel auch noch zusätzlich dazu ein Punktteilchen sein, das entlang aller möglichen Kurven im Pfadintegralbild sich bewegt, kann es noch einen Spin haben. Was ist denn das eigentlich? Das sind zusätzliche Freiheitsgrade. Man sagt auch manchmal interne Freiheitsgrade und so weiter. Da kann man schöne Worte drum machen, aber was soll denn das konkret bedeuten? Das muss man hinschreiben. Und das erfolgt mit der gleichen Technik, wie man aus zwei Einzelteilchen ein Zweiteilchensystem und ein Dreiteilchen und ein Vierteilchensystem baut. So kann man auch ein Teilchen mit zusätzlichen Freiheitsgraden ausstatten, wie diesem Spin. Das ist mathematisch dieselbe Technik, das ist nämlich immer die Tensorproduktbildung. Damit werden wir uns beschäftigen. Und schließlich haben wir noch das Problem in der Quantenmechanik, da gehen wir ja zu immer kleineren Systemen, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, bis wir ein Elementarteilchen haben. Was ist denn ein Elementarteilchen? Ein Elementarteilchen ist ein System, das nicht weiter reduziert werden kann in Bestandteile, die man dann im Einzelnen studieren kann, sondern das Elementarteilchen ist das Ende der Fahnenstange. Woher weiß ich denn, dass ich ein Elementarteilchen habe? Naja, das hängt so ein bisschen davon ab, wie weit die Theorie fortgeschritten ist. Ja, man kann zum Beispiel denken, das Proton ist ein Elementarteilchen, man kann es aber noch weiter zerlegen, aber das wusste man dann erst später. Also was ein Elementarteilchen ist, hängt auch immer ein bisschen vom gegenwärtigen Stand der Physik ab, aber solange irgendetwas nicht mehr teilbar ist mit experimentellen Methoden oder theoretisch kein Anlass besteht, es aufzuteilen, solange ist es ein Elementarteilchen. Und wenn Sie Elementarteilchen haben, können Sie sich vorstellen, mal angenommen, dass das ist ein Elementarteilchen, das ist jetzt unzerkleinerbar. Können Sie Elementarteilchen anmalen? Ja, das kann ich anmalen, ne? Das ist jetzt irgendwie orange gekennzeichnet. Jetzt habe ich noch so ein Elementarteilchen, das ist eigentlich genau das Gleiche. Das könnte ich jetzt irgendwie grün anmalen. Aber es ist jetzt schon klar, das Grüne und das Orange, das sind ja selbst wieder Teilchen, die ich da aufgetragen habe. Das heißt, es ist schon wieder ein zusammengesetztes System, wenn ich Farbe drauf streiche, richtig? Das heißt, wenn ich wirklich die Elementarteilchen betrachte und keine zusammengesetzten Systeme, kann ich die, wenn sie vom gleichen Typ sind, nicht mehr unterscheiden. Das wird auch wieder eine Rolle spielen. Also wir haben all diese Fragen zu beachten, das werde ich nachher nochmal genauer erklären. Und die Antwort auf all diese Fragen ist das Tensorprodukt in dem mathematischen Bild, nämlich wie man Räume zusammensetzt. Die erste Idee, die man vielleicht hätte, wie man quantenmechanische Systeme zusammensetzt, die durch einen Hilbertraum gegeben sind, ein inneres Produkt darauf, dann einen Hamilton-Operator und solche Geschichten, wäre vielleicht die direkte Summe der Vektorräume zu nehmen oder dieser inneren Produkträume. Und die direkte Summe haben Sie schon in der linearen Algebra getroffen. Ich schreibe mal hin, erstens, wie man es nicht macht. Und erinnere ich Sie gerade nochmal an die Definition der direkten Summe, aber die direkte Summe wird auch eine Rolle spielen, deswegen führen wir sie ein.
Also Erinnerungen aus der linearen Algebra. Oder wenn Sie das dort nicht gemacht haben, erfahren Sie es hier zum ersten Mal. Wenn Sie zwei Vektorräume haben, zwei K-Vektorräume. Sie wissen, K kann irgendein Körper sein, also zum Beispiel C oder R. Es gibt noch andere Körper, aber die sind für uns jetzt nicht relevant. Zwei K-Vektorräume V und W seien gegeben, können zu einer direkten Summe V, direkte Summe W, zusammengefügt werden. So, jetzt umrankt diese direkte Summe, genau wie das Tensorprodukt, so einige Ad-hoc-Mythen. Eigentlich die klarste Weise, wie man verstehen kann, was ist das eigentlich, ist das folgende. Die direkte Summe bezeichnet einen Vektorraum, so V plus W bezeichnet den, ich kann gleich die Information liefern, dem V plus dem W dimensionalen Vektorraum, K-Vektorraum, der auf der Menge Tralala basiert und da ist ein frei. Und mit den Operationen tralalala ausgestattet ist. Also vom mathematischen Standpunkt aus gebe ich Ihnen zwei Vektorräume und Sie wollen einen neuen bauen. Der trägt dann den Namen V direkte Summe W. Aber auf welcher Menge basiert denn? Wenn Sie einen Vektorraum haben, brauchen Sie immer eine Menge und eine Addition und eine S-Multiplikation. Und die Menge, auf der dieser Vektorraum basiert, ist einfach das kartesische Produkt der Mengen, die dem Vektorraum zugrunde liegen. Und ich erinnere Sie nochmal dran, das kartesische Produkt war einfach die Menge von Pärchen, von geordneten Paaren. Gut, was soll denn sonst sein außer geordnet? Die Menge von Paaren, bei denen der erste Eintrag aus V ist und der zweite aus W. Insofern ist so eine direkte Summe von Vektorräumen auch nicht kommutativ, denn Sie wissen genau, was ist der erste und was ist der zweite Eintrag, obwohl dann Plus steht. V plus W ist dasselbe wie W plus V, ja, nicht ganz. Also das sieht so aus. Ne? Okay, also auch das kartesische Produkt ist kein Geheimnis, es ist die Menge von Paaren. Und welche Operationen etablieren wir da drauf? Naja, eine Operation, die nennen wir Plus. Die nimmt ein Element aus V kreuz W und die nimmt noch ein Element aus V kreuz W. Also nimmt ein Element aus dem kartesischen Produkt von V kreuz W mit V kreuz W, liefert ein Element aus V kreuz W und Sie wissen genau, wie das geht. Sie nehmen V1 und W1, Sie nehmen das eine Element aus V kreuz W und Sie nehmen noch ein Element aus V kreuz W, Sie nehmen also ein Pärchen von denen, V2, W2 und Sie orten diesem Pärchen die Summe der beiden zu, aber die Summe ist gegeben durch V1 plus V2, W1 plus W2. Also es ist die komponentenweise Addition, wenn Sie über ein Element aus V und aus W als zwei verschiedene Komponenten denken. Und genauso haben Sie eine S-Multiplikation aus K kreuz V kreuz W nach V kreuz W und tatata ähnlich. Sie ziehen einfach das Lambda, ich schreibe es Ihnen, ziehen das Lambda einfach rein. Also einem Lambda und einem VW wird zugeordnet, das innere Produkt Lambda V, Lambda W. Und natürlich hier drin das Plus ist das Plus auf V, das kennen Sie. Hier drin ist das Plus auf W. Und hier drin, das ist die S-Multiplikation auf V. Und dazwischen ist die S-Multiplikation auf W. Das ist also alles wunderschön. Und das ist der ganze Zauber. Sie fügen die Räume einfach so zusammen. Sie haben deswegen einen DIMV plus DIMW dimensionalen Vektorraum. Dazu gehört die zugrunde liegende Menge und die Operation. Und Beispiel ist zum Beispiel, dass der R hoch 6, da machen wir erstmal den R hoch 5, der R hoch 5 ist ein R hoch, na ich müsste sagen, der R hoch 5 mit seiner üblichen Addition und Multiplikation ist der R hoch 3 zum Beispiel
plus der R hoch 2, auch jeweils ausgestattet mit seiner üblichen Addition und Multiplikation. Und wenn Sie natürlich diese Konstruktion machen, dann heften Sie quasi an die drei Komponenten noch zwei Stück an, behalten aber Ihre komponentenweise Addition, die übliche Addition und S-Multiplikation auch hatten. Sie kriegen den R5. Ja, anderes schönes Beispiel ist natürlich sowas wie, das habe ich nur nicht gemacht, damit man nicht gleich verwirrt ist, der R6 ist natürlich auch der R3 plus R3. Sagen wir, stimmt ja. Wenn wir ein Teilchen hatten in drei Dimensionen und wir haben noch ein Teilchen in drei Dimensionen, dann haben wir die Konfigurationsräume, können wir so zusammenwursteln. Wenn Sie es ordentlich machen, sind das natürlich Mannigfaltigkeiten und so weiter und so fort. Aber sagen wir mal, hier können Sie es so machen. Und wenn Sie dann natürlich den R6 plus R6 haben, dann kriegen Sie den R12. Wenn Sie also die Phasenräume von zwei Teilchen in drei Dimensionen, einfach beschrieben als R3 und R6, zusammenfügen, ist die direkte Summe genau das, was Sie tun, um in der klassischen Mechanik Systeme zusammenzusetzen. Richtig? Das haben wir eigentlich immer intuitiv so gemacht. Ja, da passt quasi alle Information rein. Okay. Also Beobachtung. In klassischer Mechanik. Ich sage jetzt mal in der einfachsten Formulierung und damit einer sehr eingeschränkten Formulierung, aber eben die Formulierung jetzt noch keine Mannigfaltigkeiten benutzt. In der klassischen Mechanik ist der Phasenraum als Vektorraum beschrieben. Das hat alles im Prinzip nicht so ganz richtig, weil der Phasenraum ist eigentlich kein Vektorraum, weil die zugrunde liegende Positionsmannigfaltigkeit eigentlich kein Vektorraum sein muss. Aber sagen wir mal so, ja, ist der Phasenraum eines zusammengesetzten Systems die direkte Summe. Also muss ich hier wirklich eine einfache Formulierung unterstreichen. Ne? Die direkte Summe der konstituierenden Systeme. So, und nun ist es ja in der Quantenmechanik so, dass wir in der Quantenmechanik ja Hilberträume haben. Ne? Dann würden wir sagen, wir haben System 1, das hat einen Hilbertraum H1, der ist ausgestattet mit einem inneren Produkt, also mit einem hermitischen Produkt genauer gesprochen, das nenne ich mal hermitisches Produkt Nummer 1. Und sagen wir mal, wir haben jetzt nur ein zweites System, ich könnte jetzt natürlich eine Reihe von weiteren nehmen, da gibt es einen Hilbertraum H2 mit einem anderen inneren Produkt, das heißt das innere Produkt 2. Und jetzt aus dieser Erfahrung der klassischen Mechanik und sagen, okay, jetzt habe ich da irgendwie zwei Teilchen, da brauche ich einen Hilbertraum, der dann mit beiden umgehen kann, valide Idee, H-Gesamt, ne, des Zweiteilchensystems, könnte ja ohne weiteres sowas sein wie die direkte Summe der beiden Hilberträume. Und da muss man sich noch überlegen, wie man auf diesen Vektorraum von diesen beiden hier noch ein inneres, das hermitsche Produkt vererbt. Sie müssen ja nicht nur einen neuen Vektorraum bilden, Sie müssen ja einen neuen Hilbertraum bilden, also müssen Sie irgendwoher auch noch das innere Produkt bekommen. Das kann man machen, das packe ich Ihnen auf ein Übungsblatt. Das könnte man mathematisch absolut hinschreiben, es wäre das Zusammenfügen zweier Systeme. Ich hätte hier sogar so diese Möglichkeit, dass da so eine Art, da ist so eine Superposition, ja, das können ja beliebige Summen hier sein, das wäre irgendwie ganz hübsch. Ne? Also wenn das so wäre, dann könnte ich irgendwie ein quantenmechanisches Teilchen nehmen, ich symbolisiere das mal hier jetzt als Punkt, ja, ein anderes. Die wären jeweils durch einen Zustand gekennzeichnet, Rho Phi und Rho Psi, sagen wir mal. Und klar, und das Phi und das Psi kämen aus irgendwelchen Hilberträumen. Und ich könnte, also das Phi kämen aus H1, ja, und das Psi kämen aus H2. Und ja gut, und das Gesamtsystem ist dann irgendwie beschrieben durch Phi, Psi.
warum durch Phi, Psi als PA, das, na, Vorsicht, also es ist kein inneres Produkt, ja, das ist jetzt irgendwie das Pärchen, ja, das Pärchen, nicht inneres Produkt oder nicht hermitisches Produkt, das ist jetzt hier ein bisschen blöd, also wenn man, okay, Sie verstehen, das ist das Pärchen, ist halt ein Element aus H1 plus H2. Ja, macht doch Sinn. Wenn ich wissen will, in welchem Zustand das Zweiteilchensystem ist und ich kann die Zustände aus Hilbertraumelementen bauen, ja, dann merke ich mir doch den Zustand des einen Teilchens oder des Hilbertraumelements, das diesen Zustand produziert. Sie erlauben mir jetzt die laxe Sprechweise, wenn ich Phi als Zustand bezeichne, obwohl eigentlich das Rohphi der Zustand ist. Den Zustand des einen kennen und den Zustand des anderen muss ich mir beide merken. Die direkte Summe ist die richtige Datenstruktur, um mir beide gleichzeitig zu merken. Ich merke mir halt ein Paar von Zuständen, richtig? Macht völlig Sinn. Wäre eine völlig valide Idee, ist falsch. Also die Idee ist zwar valide, aber falsch. Es geht anders. So, dann wird er. Was soll denn das bedeuten? Wie kann das anders sein? Wieso kann ich denn eigentlich nicht das Zweiteilchensystem verstehen, indem ich die beiden Einzelzustände kenne? Nun, es ist so und man sieht es im Experiment. Und was wir brauchen, ist was ganz anderes als das innere Produkt. Wir brauchen sogenannte Tensorprodukte. Und ich werde Ihnen nachher den Unterschied nochmal drastisch vor Augen führen. Aber zunächst müssen wir das ordentlich definieren. Zweitens, multilineare Abbildungen. Gleichtensoren. Okay, um das so ein bisschen sanft einzuführen, erinnern wir uns nochmal dran, wenn V ein K-Vektorraum ist, dann haben wir so einen Dualraum V-Stern und der Dualraum, der bestand ja aus allen möglichen linearen Abbildungen Sigma, die von V in den Grundkörper zurückgehen und halt eben linear sind, Entschuldigung, Doppelpunkt gleich. Dann ist das hier eine Menge zunächst mal, und zwar die Menge, die dem Dualraum zugrunde liegt und ausgestattet mit wieder zwei Operationen, Plus und Mal. Ich schreibe es jetzt mal ein bisschen schneller hin. Ich kann zwei solche Elemente addieren und dieses Plus ist dann offensichtlich ein Plus auf der neuen Menge V Stern. Und die ist eben definiert, indem ich das auswerte an jedem Punkt V, muss ich also hier einsetzen, und das definiere als Sigma von V plus T von V. Und das ist für alle V in V, das kennen Sie. Und Lambda mal Sigma ist auch wieder punktweise definiert als Lambda mal Sigma von V. Hier haben Sie die Addition in K, hier haben Sie, die Multiplikation in K. Ja, und damit ist jeweils die Multiplikation und die S-Multiplikation in V Stern definiert, ist Vektorraum, ist K Vektorraum V Stern mit diesem Plus und mit diesem Mal. Okay, so geht das. So, warum schreibe ich das nochmal hin? Das hatten wir ja schon mal. Die übliche Terminologie bisher und auch weiterhin, Terminologie bisher war, dass wenn wir mit so einem Vektorraum anfangen, dann heißen die Elemente von V, heißen Vektoren. Es ist ja wirklich nur eine Kurzschreibweise, Kurzsprechweise. Wir könnten ja sagen, Elemente eines Vektorraums, die nennen wir Vektoren. Und eine weitere terminologische Vereinbarung ist, dass wir die Elemente von V Stern, die heißen Kovektoren. Vektoren. So, das war unsere bisherige Terminologie und das ist ja, bedeutet ja zunächst mal nichts. Es gibt jetzt aber weitere Terminologie, die man benutzt, die wir da gleich ein bisschen ausbauen werden. Und das ist zunächst mal wirklich nur neue Terminologie. Steckt also gar nichts hinter. So, neue Terminologie. Die neue Terminologie, ich lasse mal hier kurz ein bisschen Platz,
dann nehmen wir ein Sigma aus V Stern. Und wir wissen, wenn ich sage Sigma aus V Stern, hätte ich genauso gut sagen können, Sigma ist eine lineare Abbildung von V nach K. Richtig? Das ist ja die Definition. Wenn es ein Element aus der Menge aller linearen Abbildungen ist, dann ist es eine lineare Abbildung. Nichts mehr, nichts weniger sagt ja, ich nehme ein Sigma aus V Stern. Und die neue Terminologie, das ist natürlich nur eine Sprechweise, um dieses mathematische Ding hier, diese mathematische Aussage auszudrücken. Ich sage, Sigma ist ein, ja gut, vorher haben wir gesagt, ein Kovektor. Jetzt erfinde ich neue fancy Terminologie. Das nenne ich ein 0-1-Tensor. Da ist noch gar nichts passiert, aber das ist die neue Terminologie. Das ist ein 0-1-Tensor. Ich erfinde sogar für klein v in groß V, erfinde ich auch neue Terminologie. Aber eigentlich erfinde ich diese Terminologie nicht für klein v in groß V, sondern klein v in groß V Stern, Stern. Was sind V Stern, Stern? Ja, V Stern sind alle linearen Abbildungen von V nach K. Und V Stern, Stern sind natürlich alle linearen Abbildungen von V Stern nach K. Okay? Und diese Objekte, V, die nenne ich, ist ein 1-0-Tensor. Aha, 0-1 und 1-0 ist offensichtlich was anderes. Das hier ist dasselbe wie V, ist eine lineare Abbildung von V Stern, Stern nach K. Ja gut, das ist nur die Definition des Sterns. Das Interessante ist, dass wenn V endlich dimensional ist, dann kann man zeigen, V Stern, Stern ist V. Also für endlich dimensionale Räume ist tatsächlich ein 1-0-Tensor unmittelbar halt auch wieder das, was wir vorher einen Vektor bezeichnet haben. Okay? Ich lasse es einfach mal weiter unkommentiert so stehen. Gut, jetzt sagen Sie, das ist neue Terminologie, da haben wir nichts gelernt, da haben Sie absolut recht, damit haben wir gar nichts gelernt. Aber immerhin, indem wir hier auf die linke Seite gucken und diese Abbildungen, diese Objekte als Abbildungen auffassen, eher als Elemente einer Menge, obwohl die Elemente dieser Menge genau diese Abbildungen natürlich sind. Ja, bitte? Stern zu viel. Ah, ja, genau. Natürlich, Dankeschön. Ja, vielen Dank. So, und jetzt können wir uns aber hier diese linke Seite angucken. Na, da oben haben wir gesagt, haben wir einen V und einen V-Stern, was können wir noch machen, V-Kreuz oder sowas. Aber wenn wir jetzt hier auf diese Abbildungen gucken, sagen wir, okay, es sind die linearen Abbildungen von V nach K und V-Stern nach K. Und wir machen jetzt eine Verallgemeinerung davon. Verallgemeinerung dieser Abbildungsräume. Räume von Abbildungen, ist die folgende Definition. Sei V ein K-Vektorraum, dann heißt eine multilineare Abbildung, wie soll die heißen? Soll heißen T. Und von wo nach wo soll die gehen? Die soll gehen, und jetzt müssen Sie immer aufpassen, in welcher Reihenfolge die Sterne vorkommen. Die geht von V Stern, Kreuz, Kreuz, V Stern, und zwar von P Kopien von V Stern und weiteren Q Kopien von V multilinear in den Grundkörper. Was hieß denn nochmal multilinear? Das heißt, dieses T, das hat ja verschiedene Einträge. Es hat erstmal Einträge von Kovektoren, die nenne ich mal Sigma 1, Sigma 2 und so weiter. Ich schreibe die mal nicht alle hin. Sie können sich vorstellen, da kommen jetzt P-Kovektoren und dann kommen Q-Vektoren. Ich schreibe nur den ersten hin und schreibe die letzten nochmal mit Pünktchen. Dann kann ich das nämlich übersichtlicher hinschreiben, als wenn ich die jetzt penibel durchindiziere. Wenn Sie das hier haben und Sie addieren dazu T von Tau, alles andere bleibt gleich, sogar das V bleibt gleich, dann dürfen Sie das schreiben als T von Sigma plus Tau
und alles andere bleibt aber gleich. So ist diese Aussage hier zu lesen. Dann haben Sie also Additivität im ersten Eintrag. Sie haben aber auch Additivität im zweiten Eintrag. Sie haben auch Additivität hier hinten in den Einträgen. Sie haben in allen Einträgen Additivität und ich schreibe einfach und ebenso für alle anderen Einträge. Das ist diese Additivität und selbstverständlich haben Sie auch das Lambda mal T von Sigma V gleich T von Lambda Sigma V ist und ebenso für alle anderen Einträge. Okay, das ist die Multilinearität, ist Linearität in jedem einzelnen Eintrag. Dann heißt eine multilineare Abbildung T von P-Kopien von V Stern und Q-Kopien von V heißt ein PQ-Tensor. Und das ist die Verallgemeinerung, denn ich habe Ihnen jetzt beispielhaft nur 0,1 und 1,0 Tensoren eingeführt, aber keinen PQ-Tensor. Okay, das sind also multilineare Abbildungen. Und jetzt wundern Sie sich vielleicht, okay, PQ, was können die denn für Zahlenwerte annehmen? Naja, reelle Zahlen auf jeden Fall mal nicht. Das muss natürlich hier 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aber wir wollen ja auf jeden Fall schon mal zulassen, dass P gleich 0 sein kann oder dass Q gleich 0 sein kann. Also nicht negativ ganzzahlig. Das bringt uns aber auf den Grenzfall. Also zum Beispiel für diesen 0,1-Tensor wäre P 0 und Q gleich 1. Da kommen gar keine V-Sterne vor, es kommt ein V vor. Ah, stimmt, kommt ein V vor. Okay. Oder den 1,0-Tensor, da kommt gar kein V vor, aber ein V-Stern nach K. Ah ja, stimmt, das war hier der 1,0-Tensor, passt. Aber das würde ja auch den Grenzfall erlauben, P gleich 0 und Q gleich 0. Und dann haben wir hier eine Abbildung von nirgendwo nach K. Ja gut, aber das ist natürlich auch klar, was es ist, eine Abbildung von irgendwo nach K, also Sonderfall. P gleich Q gleich 0, dann wäre der Tensor eine Abbildung von nirgendwo nach K. Naja, dann kann ich auch gleich sagen, es kommt immer das Element raus, das ich eben vorschreibe. Na, wenn ich eine Abbildung von nirgendwo in die reellen Zahlen habe, die könnte ich zum Beispiel vorschreiben, indem ich sage, das Ergebnis ist 5. Ja. Landet ja in den reellen Zahlen. Aber gut, ich kann das auch einfach, brauche nicht diese Gedankengymnastik zu machen. Ich kann einfach sagen, dann handelt es sich bei dem 0,0-Tensor, also um eine Zahl des Grundkörpers. Und der Physiker nennt das dann auch gerne einen Skalar. Also wenn Sie das hier unten noch dazufügen wollen, Lambda ist ein 0,0-Tensor. Diese Sprechweise definiert einfach die Aussage, Lambda ist einfach ein Element aus dem Grundkörper. Und das ist auch die Physiker-Sprechweise. Kann man so machen. Ist ein Skalar. Okay, ja? Bei dieser Multiplikation mit Lambda, wieso wirkt das ausgerechnet auf den ersten Eintrag? Das ist ein Spezialfall. Ja, das stimmt, das ist ein Spezialfall. Wenn man es umgekehrt geschrieben hätte, hätte es vielleicht weniger verwundert. Ich kann das rausziehen. Wenn Sie noch ein Lambda haben, noch ein Lambda, Lambda mal Lambda, dann dürfen Sie auch in einem anderen Eintrag noch ein Lambda verpassen. Aber nicht einer zieht sich in alle rein, das stimmt nicht. Den kann man in den einen oder den anderen reinziehen, das ist richtig, weil er aus jedem wieder als Lambda rauszieht. Das ist korrekt. Das ist korrekt, so ist es. Also es ist nicht irgendwie komponentenweise oder sowas, ist es ja hier auch nicht, ne? Sonst müsst ihr ja schreiben Sigma plus Tau, dann müsst ihr ja hier schreiben V plus V, da steht nicht V plus V, da bleibt das alte V stehen. Also jeder, Sie können, können alle Einträge festhalten, außer den Eaton-Eintrag und dann können Sie sagen, im Eaton-Eintrag ist die Abbildung additiv und skaliert. Das ist multilinear und das gilt für jeden Eintrag einzeln. Also wenn Sie alle da drin mit einem Lambda versehen wollen, müssen Sie vorne Lambda hoch Rang des Tensors hinschreiben.
mache ich noch als kleine Seitendefinition. Das ist alles Terminologie, aber das ist vielleicht ganz gute Terminologie. Also man nennt dieses PQ, dieses Pärchen, nennt man auch die Valenz des Tensors. Oder manchmal steht auch irgendwo, das ist der Typ des Tensors. Macht natürlich Sinn, ja? Das ist der PQ-Tensor. Und eine etwas gröbere Information ist einfach nur die Summe der beiden. Das nennt sich der Rang des Tensors. Und ich warne Sie gleich, der Rang eines Tensors hat nichts zu tun mit dem Rang einer Matrix zum Beispiel aus der linearen Algebra. Das ist ganz anderes, heißt nur zufällig auch Rang. Das ist der Rang eines Tensors. Und das ist also die Anzahl der Einträge, die er schlucken kann. Also wenn Sie jedem dann Lambda verpassen wollen, müssen Sie schreiben Lambda hoch Rang. Lambda hoch P plus Q. Gut. So, das ist jetzt zunächst mal eine multilineare Abbildung, ein Tensor. Also wir sind ja in der linearen Algebra, starten wir ja mit Vektorräumen und der Vektor ist nur ein abgeleiteter Begriff, ein Element eines Vektorraums. Hier gehen wir jetzt den umgekehrten Weg. Wir haben diese Vektorräume und wir bilden jetzt einzelne Tensoren, die aber in ihrer Gesamtheit dann einen Tensorraum produzieren. Und es ist ganz wichtig in diesem ganzen Spielchen, dass Sie den Unterschied zwischen Vektorraum und Vektor kennen. Sagen Sie, das kann ich. Sie müssen genauso den Unterschied zwischen Tensor und Tensorraum kennen. Das ist genau die gleiche Logik, aber das kann man leicht durcheinander werfen. Okay. Noch Fragen soweit? Haben Sie das hier in der linearen Algebra so schon gesehen? Wer hat das so noch nicht gesehen? Okay. Wir haben so ein bisschen allgemeiner noch. Nämlich? Wir hatten das, ich habe sogar nicht gemeint, da hat man ein Tensorprodukt als eine k-lineare Abbildung und zwar, dass die in irgendeinen Vektorraum erstmal W geht, also es muss nicht der Vektor Körper sein, sodass es dann eine lineare Abbildung Psi gibt, sodass dieses Tensorprodukt ins Kreuzprodukt geht. Und hinter dem Psi wieder eine. Die muss irgendwie noch über das kartesische Produkt dann da hochgehen, oder? Also, ja, ich habe es jetzt nicht mehr gehört. Aha, okay, gut, gut, ja. Also das soll das Gleiche sein. Hier hat man gleich, also ich könnte natürlich sagen, es ist eine multilineare Abbildung von so einem Konstrukt in wieder so ein Konstrukt mit R und S Kopien von V Stern und V. Aber die kann ich zumindest mal bei endlich dimensionalen Vektorräumen, kann ich die über Dualität immer alle auf die linke Seite schaffen und dann hat man das. So, das ist dann drittens Tensorräume. Oder ich nenne das Tensorprodukt zwischen, ich sag mal, Vektorräumen. Vektorräumen. Also eben, ja, genau. So. Ja, Definition. Der Raum, okay, der Vektorraum. So, jetzt kommt ein Objekt mit einem Namen und ich mache mal die Symbole da drin gelb. Der Vektorraum, und jetzt aufgepasst, jetzt kommen erst keine Sterne. Eben kamen erst die Sterne. Dann kamen keine Sterne und dann ging es nach K, richtig? Das war die Reihenfolge. Und ganz hier in dieser Notation kommen erstmal keine Sterne. Das sind aber hier wieder die P-Stück von eben, aber eben standen an denen die Sterne. Vom V-Stern. V-Stern, dann kommen Q-Stück. Da stehen jetzt die Sterne dran. Und dieses ganze Ding ist ein Name. Das Ding heißt halt so.
der Vektorraum mit diesem lustigen Namen bestehend aus, dessen Elemente alle PQ-Tensoren über V, ich habe die einfach PQ-Tensoren genannt, man sollte die PQ-Tensoren über V nennen, weil das ja aus einem letztlich Vektorraum V gebastelt ist, dessen Elemente alle PQ-Tensoren über V sind, dann sagen Sie, ah, Moment, aber Sie sprechen noch von einem Vektorraum, da können Sie mir nicht nur sagen, was die Elemente sind, da müssen wir auch noch sagen, was die Addition ist und dessen Addition und S-Multiplikation, die von die punktweise definierte Addition, und dann nenne ich das immer hier Skalierung von multilinearen Abbildungen ist. Das sind natürlich multilineare Abbildungen mit P-Einträgen aus V-Stern und Q-Einträgen aus V. Aber ich weise nochmal darauf hin, ich sollte die Sternchen hier rot machen, weil die plötzlich an einer anderen Stelle sind. Ja. Und es sind halt tatsächlich, ich kann es ja hier hinten dran nochmal schreiben, also per Definition ist diese zugrunde liegende Menge die Menge aller multilinearen Abbildungen T, und jetzt kommt sie von V Stern Kreuz, Kreuz V Stern P Stück Kreuz V Kreuz, Kreuz V Q multilinear nach K gehen. Also sehen, die Sterne sitzen genau an der anderen Stelle. Das ist Tradition, das ist auch sehr sinnvolle Tradition und Konvention, dass beim Namen des Vektorraums hier wieder die V stehen, da hinten stehen die Sterne. Der Vektorraum bla 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 heißt der Vektorraum der PQ-Tensoren über V. Also einfach die Sammlung all dieser multilinearen Abbildungen mit einer auf ihnen definierten Addition und S-Multiplikation. Na, eben, das war, wie ich wenn ich in den Elementen addiere und skaliere, wie ich da was rausziehen kann, das auseinanderziehen kann. Jetzt sprechen wir von zwei verschiedenen Tensoren, die zum Beispiel addiert werden können. Okay? So, dieser Vektorraum heißt der Vektorraum der PQ-Tensoren über V oder informell auch der Tensorraum. Aber es ist halt immer, der Tensorraum ist wieder ein Vektorraum. Okay. Gibt es Fragen soweit? Gut. Skalierung. So. Und ich weise noch mal darauf hin, dieses gelbe Kreuzchen, also eigentlich hat das gelbe Kreuzchen keine operative Bedeutung. Ne? Wir sagen immer so, was ist denn so ein Plus oder was ist denn so ein Mal? Wir sagen, ja, wie führe ich denn diese Operation aus? Es ist weniger das Ausführen einer Operation zwischen einem Vektorraum und noch einem Vektorraum, sondern das ist einfach ein Name für diese Menge, wenn ich auch noch die mit dieser Addition und S-Multiplikation ausstatte, okay? Also nicht irgendwie denken, wie führe ich denn so ein gelbes Kreuzprodukt, so ein gelbes Tensorprodukt aus. Aber dennoch, dieses Ding nennen wir das Tensorprodukt zwischen Räumen, natürlich Vektorräumen, aber ich betone zwischen Räumen und nicht etwa zwischen den Elementen der Räume, sondern zwischen den Räumen selbst. Der nächste Abschnitt heißt dann aber auch Tensorprodukt zwischen, ja, ich könnte schreiben Tensorprodukt zwischen Vektoren, das wäre dann also jetzt ein neues Tensorprodukt, nämlich ein Tensorprodukt zwischen den Elementen von Räumen, aber ich mache es gleich allgemein, also erstmal gebe ich denen einen Namen, das ist nämlich dann das orangene Kreuz,
Das ist in der Schwarz-Weiß-Literatur natürlich genau das gleiche Kreuz, aber es ist halt zu unterscheiden, weil es eine andere Operation ist. Das Tensorprodukt orangenes Kreuz zwischen Vektoren, aber man kann es allgemeiner machen, man kann es schon gleich zwischen Tensoren nehmen. Und zwischen Vektoren ist dann ein Spezialfall. Definition. Sei T ein PQ-Tensor und sei S ein RS-Tensor. Wir nehmen also zwei Tensoren völlig unterschiedlicher Valenz, möglicherweise völlig unterschiedlicher Valenz, unterschiedlichen Typs her und wollen daraus einen neuen Tensor basteln. Wenn ich die Summe von zwei Tensoren will, dann muss ich zwei PQ-Tensoren nehmen. Kann ich nicht einen PQ und einen RS-Tensor nehmen und die aufaddieren, das ist nicht definiert. Ja? Aber ich kann was anderes machen, ich kann jetzt definieren, dann ist der P plus R Q plus S Tensor, wie soll der heißen? Der soll heißen T Tensorprodukt zwischen Elementen von Tensorräumen, T Tensor S, was ist das also? Das ist eine multilineare Abbildung von P plus R Kopien von V Stern und Q plus S Kopien von V multilinear in den Grundkörper. Okay? Dann ist der P plus R Q plus S Tensor T Tensorprodukt S definiert als die multilineare Abbildung, ja, die schreibe ich hin. T Tensor S, ja, wenn es ein Tensor ist, ist es eine multilineare Abbildung. Und eine Abbildung kennen Sie, wenn Sie all Ihre Bilder kennen. Also müssen Sie überall auswerten. Was kann denn T Tensor S fressen? Na, wenn es ein P plus R Tensor ist, dann kann es erstmal ein Sigma 1 bis ein Sigma P fressen. Das sind nämlich P Stück. Aber es kann noch mehr Sigmas fressen. Es kann nämlich noch fressen Sigma P plus 1 bis Sigma P plus R. Also diese Indizes bezeichnen keine Komponenten, sondern das sind alles verschiedene Kovektoren. Klar, alles Elemente aus V Stern. Ja, aber dann kann es auch noch Q plus S Elemente aus V fressen. Also V1 bis VQ. Dann geht es aber noch weiter. VQ plus 1 bis VQ plus S. Donnerwetter. Aber es ist klar, es ist ein P plus R Q plus S Tensor, der frisst P plus R Kovektoren und Q plus S Vektoren. Ja, den möchte ich jetzt gebaut wissen aus dem Tensor T und dem Tensor S. Was ist denn das Ergebnis, wenn ich das da auswerte? Was kommt denn da raus? Dieses Objekt ist ein Element in? Im Körper, in K. Hat ja dorthin abgebildet. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie eine Zahl im Körper bauen, indem ich diese beiden Tensoren T und S verwende und diese Einträge. Na gut, das macht man ganz einfach so. Ich schreibe es mal unten drunter. Das Doppelpunkt gleich. Ich füttere einfach die ersten P-Stück ins T, denn das T kann die ja fressen, ist ja ein PQ-Tensor. Also Sigma 1 bis Sigma P füttere ich ins T. Und dann gebe ich dem T auch noch das V1 bis VQ. Ja, warum denn die ersten P und die ersten Q? Ne, das T steht ja auch vorne. So kann man sich das merken. Ja. Und dann muss ich aber hier die Klammer zumachen. Dann hat das T ist nämlich satt, das hat dann genug Einträge und produziert eine reelle Zahl oder ein Element im Körper. Ja, jetzt habe ich aber da noch Argumente übrig und noch ein S. Ja, aber kein Problem, ich kann ja das S nehmen, setze da die restlichen ein. Sigma P plus 1 bis Sigma P plus Q, das sind Q-Stück. Ah, super, das S ist ein, das ist schon falsch, P plus 1, P plus R, Entschuldigung, P plus R, denn das S ist ein P plus R, Q plus S Tensor und ich füttere auch noch VQ plus 1 bis VQ plus S rein. Kann das S alles fressen. Jetzt habe ich auch das S vollständig abgesättigt und es ist nichts mehr zum Essen da. Ich habe zwei reelle Zahlen. Ich will ein Tensorprodukt machen. Gut, das ist jetzt hier sophistische Argumentation. Der Punkt ist, das ist die Multiplikation im Grundkörper, die ich da verwenden will und das ist einfach die Definition. Also einfacher geht's nicht. Sie bilden das Tensorprodukt zweier Tensoren, klingt gefährlich, aber Tensoren sind einfach multilineare Abbildungen, indem Sie die jeweils abfüttern mit dem, was Sie fressen wollen, der Reihenfolge nach. Erst frisst das T und was übrig ist, frisst dann das S.
und dann die Zahlen nehmen, zusammen multiplizieren, Sie haben eine Zahl. Das ist natürlich dadurch wieder eine Abbildung, die definiert ist. Das ist ja für alle Sigmas und alle Vs ist es ja so definiert. Also haben Sie insgesamt einen P plus R Q plus S Tensor. Es könnte mathematisch nicht einfacher sein. Okay? Das ist eine ganz natürliche Konstruktion. Das nennt sich das Tensorprodukt zwischen Tensoren. So. Ja, jetzt soweit klar? Gut. So, und jetzt beschleicht einen das vage Gefühl, es müssten doch irgendwie, okay, ich schreibe es einfach hin, welches vage Gefühl einen beschleicht, ja? Also viertens, fünftens. Separable und verschränkte Elemente von Tensorprodukten zwischen Räumen. Okay. Wie gehen wir das an? Also machen wir mal ganz einfaches. Ich erkläre das exemplarisch, denn es ist vollkommen klar. Sei V ein Element aus einem Vektorraum V und sei W ein Element aus einem Vektorraum W. Kein Problem, damit kommen wir zurecht. Dann betrachten wir das Folgende. Betrachte V Tensor W. Okay, vielleicht ist es geschickter, als Beispiel Sigma aus V Stern und Tau aus W Stern zu betrachten. Machen wir das einfach nur, damit wir nicht so viele Sterne nachher rumstehen haben. Dann können wir betrachten Sigma Tensor Tau, richtig? Was ist denn das? Naja, wir könnten ja da oben übersetzen, Sigma aus V Stern bedeutet, Sigma ist eine lineare Abbildung von V nach K und Tau ist eine lineare Abbildung von W nach K. Okay, passt. Was ist denn dann Sigma Tensor Tau? Naja, jetzt müssen wir unsere Definition hierher nehmen. Na, das T, das Sigma ist ein 0,1 Tensor und das Tau ist auch ein 0,1 Tensor, richtig? Dann ist aber Sigma Tensor Tau müsste dann ein 0 plus 0, 1 plus 1 Tensor sein, richtig? 0 plus 0, 1 plus 1. Es müsste also ein 0,2-Tensor sein. Aha. Ja gut, natürlich ist es das. Man müsste sein, es ist es. Da oben steht die Definition. Das ist also eine Abbildung von V Stern Kreuz V Stern. Nee, schon falsch. Das ist eine Abbildung von V Kreuz W. Das ist eine multilineare Abbildung von V Kreuz W nach K. Nämlich welche? Naja, die Sigma Tensor Tau von V und W, die füttere ich rein, ist definiert als, da oben steht noch die Definition, Sigma, ich muss den ersten absättigen, dann ist der satt, mal Tau von W. Das ist halt hier ganz einfach. Okay? Frage, ist das eine multilineare Abbildung von VW? Na, ich müsste ein Pärchen aus VW nehmen und ordne ihm das hier zu. Ist das multilinear in VW? Ja, absolut. Denn wenn ich hier schreibe V1 plus V2, W, dann steht hier hinten Sigma von V1 plus V2 mal Tau von W. Aber da Sigma ja linear ist, kann ich es auseinanderziehen und dann kriege ich tatsächlich Linearität im ersten Argument. Ganz genauso zeige ich Additivität. Ganz genauso zeige ich Additivität im zweiten Argument. Und für die Skalierung geht es ganz genauso. Man kann also nachrechnen, das hätte man hier oben auch schon ganz abstrakt machen können, dass das Ergebnis tatsächlich wieder eine multilineare Abbildung ist. Ja, aber weil es das ist, daraus folgt ja dann,
dass dieses Objekt V-Tensor W muss ja, und jetzt sollte ich nochmal die Farben bemühen, die ich da eben angeführt habe. Also ich habe ja hier das orangene Tensorprodukt genommen, das zwischen, ich meine, eigentlich brauchen wir die Farben nicht mehr, wir wissen ja, was links und rechts davon steht. Na, also wenn links und rechts Tensoren stehen, dann ist es immer das orangene, und wenn links und rechts Räume stehen, dann ist es immer das gelbe. Aber es ist klar, was ist denn dieser gelbe Raum? Das ist die Menge aller, solchen Tensoren. Das heißt, das ist ein Element aus V Stern Kreuz, der Stern ist noch weiß. Das ist ein Element aus V Stern, gelbes Tensorprodukt, W Stern. Okay? Warum? Naja, es geht von V Kreuz W nach K, und wir hatten vereinbart, dass dann die Räume aber mit V Stern W Stern gekennzeichnet sind, wenn Sie sich nochmal hier diese Schreibweise anschauen. Ja gut, das heißt, wenn ich das Argument jetzt verkürze, ja, alles dazwischen stimmt ja, dann sage ich einfach nur, wenn Sigma aus V Stern kommt und Tau kommt aus W Stern, dann kommt automatisch, Sigma und Tau, Entschuldigung, jetzt weiß ich, warum Sie murren, das ist natürlich ein Sigma und ein Tau. Ja? Also ich nehme Sigma und Tau aus V-Stern und W-Stern, dann ist dieses Sigma-Tensor-Tau ist eine multilineare Abbildung, damit ist dieses Sigma-Tensor-Tau ist ein Element aus V-Stern-Tensor-W-Stern. Okay? Sagen Sie, ja gut, das hätten wir doch irgendwie einfacher haben können, ja. Das ist ja gar kein, dann sieht es doch irgendwie so aus, also immer wenn ich hier das Tensorprodukt von Tensoren nehme oder hier von Vektoren, dann liegt das im entsprechenden Tensorprodukt der Räume, aus denen die da kommen. Damit das so ist, deswegen muss man da oben die Sterne in dieser Nomenklatur vertauschen, ja, dann hat man das hier automatisch. Ist doch hübsch. Und jetzt muss man nur einen Fehlschluss vermeiden. Also ich schreibe es noch einmal das Blaue hin. Das heißt V aus V Stern, W aus W Stern, Sigma aus V Stern, Tau aus W Stern impliziert Sigma Tensor Tau aus V Stern Tensor W Stern. Und der Fehlschluss wäre zu sagen, die Elemente aus V Stern Tensor W Stern sind die Tensorprodukte von Elementen aus V-Stern mit den Elementen aus W-Stern. Es wäre ein Fehlschluss, weil was ich gerade gesagt habe, wäre die Gegenrichtung. Okay? Also hier würde ich sagen, Achtung, ja. Achtung. Das Tensorprodukt zweier Vektoren liegt immer, das haben wir gezeigt, liegt immer im Tensorprodukt der jeweiligen Vektorräume. Na, linke Seite, rechte Seite. Der Umkehrschluss, dass also jedes Element im Tensorprodukt von Räumen geschrieben werden könnte als Tensorprodukt zwischen einem Element aus dem einen und dem anderen Raum, gilt nicht. Der Umkehrschluss trifft nicht zu. Doppelpunkt. Das heißt, nicht jedes, einige ja offenbar schon, aber nicht jedes Element im Tensorprodukt der Räume lässt sich schreiben als Tensorprodukt zweier Elemente aus den jeweiligen Räumen. Ja,
Jetzt sehen Sie vielleicht auch so, warum ich so ein Terz darum gemacht habe, dass es wirklich verschiedene Operationen sind. Ne? In anderen Fällen sagt man, ja gut, die Operation auf der Menge ist halt letztlich die, wenn ich die einzelnen Elemente nehme und die Operation damit mache oder so. Das ist hier aber nicht so. Jetzt kann man sagen, was ist das für ein Chaos? Was ist denn das für ein Chaos? Das ist beabsichtigt. Denn wenn Sie jetzt mal für einen Moment zurückdenken an den Anfang der Vorlesung, dann habe ich gesagt oder in Aussicht gestellt, dass wenn Sie zwei quantenmechanische Einzelsysteme haben mit Hilbertraum H1 und H2 und Sie wollen das daraus zusammengesetzte System betrachten, habe ich gesagt, das machen Sie mit dem Tensorprodukt zwischen diesen Hilberträumen. Ja, Moment. Das würde ja bedeuten, dass ich die Zustände des Gesamtsystems überhaupt nicht mehr verstehen kann, zusammenbauen kann aus Zuständen der Einzelsysteme. Und das ist korrekt. Im Gesamtsystem gibt es Zustände, die kann ich nicht mehr verstehen. Ich kann das Gesamtsystem nicht mehr im Kopf zerlegen in zwei Einzelsysteme. Das ist ganz neu in der Quantenmechanik. Und das ist der Begriff der Verschränkung oder Englisch Entanglement. Und die Definition gebe ich Ihnen jetzt noch vor der Pause. Aber zunächst ist alles noch Mathematik. Ja, ich habe jetzt nur kurz auf die Physik vorgegriffen. Wir hatten ja ganz am Anfang gesagt, also wäre eigentlich alles wunderschön, wenn man die Hilbert-Räume als direkte Summe zusammensetzen würde. Hätten wir gar kein Problem und dann käme sowas nicht vor. Denn die direkte Summe, da merken Sie sich ja nur Pärchen von Hilbert-Raumelementen. Da stecken Sie das eine in die eine Tasche, in die linke Tasche, das andere in die rechte Tasche, tragen Sie mich rum, haben sich die Information, was ist mit dem einen Teilchen, was ist mit dem anderen Teilchen. Wenn Sie Informationen über jedes einzelne Teilchen haben, glauben Sie dann, die Gesamtinformation über das System zu haben. Wenn das in der Welt so wäre, dann wäre das die richtige Struktur, die man benutzen müsste. Nur ist es nicht so. In der wahren Welt verhalten sich Zusammensetzungen von quantenmechanischen Systemen, haben eben nicht die direkte Summe des Hilbertraums als neuen Hilbertraum des Gesamtsystems, sondern das Tensorprodukt ist halt so. Und das ist jetzt halt ein bisschen komplizierter, aber genauso ist es in der Natur. Habe ich da eine neue Überschrift? Könnte ich machen. Nee, ich habe keine neue Überschrift, wir sind noch unter der alten. Definition. Ein Element T eines Produktes von Vektorräumen heißt separabel, trennbar, heißt separabel, falls es ein V in V und ein W in W gibt. Und natürlich könnte dieses V könnte das Duale eines anderen Vektorraums sein. Das ist ganz allgemein hingeschrieben. Ein V in V und ein W in W gibt, sodass das große T tatsächlich dann doch geschrieben werden kann als V-Tensor W. Also für manche geht das ja auch. Das haben wir ja konstruiert. Ich habe Ihnen ja ein Beispiel gegeben. Sie nehmen V und W, Sie nehmen das Tensorprodukt, da oben war Sigma und Tau, ist alles egal. Sie nehmen das Tensorprodukt und natürlich liegt das im Tensorproduktraum. Das Tensorprodukt zweier Vektoren liegt im Tensorprodukt der jeweiligen Räume. Alles richtig. Nur umgekehrt ist es nicht so, es gibt Elemente, für die das nicht gilt. Ist ein T im Tensorprodukt Raum nicht separabel, also existieren nicht zwei solche Vektoren in den jeweiligen Räumen, sodass der ein Tensorprodukt T ergibt, ist ein T in V groß W nicht separabel, so heißt es, naja, es heißt dann nicht Bindestrich separabel. Es gibt allerdings auch dann in der Physik den Ausdruck, so heißt es verschränkt. Also wenn in der Quantenphysik von einem verschränkten Zustand die Regel ist, sagen Sie ja, mit wem ist der denn verschränkt, wenn es nur einer ist? Ein Zustand ist dann der Zustand des Gesamtsystems.
Ja, das, also wenn Sie von einem verschränkten Zustand reden, meinen Sie einen Zustand eines Gesamtsystems. Und verschränkt heißt, Sie können ihn eben gerade nicht verstehen als Tensorprodukt von Zuständen von Teilsystemen. Dann ist er verschränkt, der Zustand des Gesamtsystems. Ja? Und falls er eben nicht verschränkt ist oder separabel, dann haben Sie zufällig einen angetroffen, der, wo diese Aufteilung noch machbar ist. Bemerkung, man überzeugt sich leicht davon, und das wird natürlich eine Aufgabe auf dem Übungsblatt, man überzeugt sich leicht davon, dass ein verschränkter Zustand, ich nenne es jetzt schon Zustand, dass ein verschränktes Element, wir sind ja hier irgendwie noch in der Mathematik, müssen ein bisschen aufpassen, dass ein verschränktes Element in V Tensor W, im Produkt der Räume, immerhin geschrieben werden kann als eine nicht-triviale Summe, als nicht-triviale Summe, und mit nicht-trivial meine ich hier mehr als ein Summand. Mehr als ein Summand. Ja, T kann geschrieben werden als, wenn es hier so ein Produkt ist aus zwei Räumen, als Koeffizienten T, I, J, die aus dem Körper kommen, E, I, Tensor F. Ich mache mal E kleines I. Ich schreibe mal hier T kleines I und dann mache ich ein großes J. Das ist nämlich total hässlich, aber Sie sehen gleich warum. Klein I Tensor FJ, weil nämlich in dieser Summe, das ist nämlich eine Mehrfachsumme, da läuft nämlich das I von 1. I läuft von 1 bis dim V und das J läuft von 1 bis dim W. Das hat also ganz verschiedene Wertebereiche. Jetzt sagen Sie, was sind das da für Objekte? Wobei E1 bis E dem V eine Basis von V ist und F1 bis F dem W, und das ist natürlich jetzt alles hier für Endlichdimensionale, ist eine Basis von W. Und die können ja verschiedene Dimensionen haben, deswegen haben die Indizes verschiedene Bereiche. Und Sie brauchen dann halt hier so ein Zahlenschema TIJ aus dem Körper. TIJ aus dem Körper. Und dann können Sie immerhin diese verschränkten Elemente als Summe schreiben. Und der Quantenmechaniker würde sagen, als Überlagerung, als Superposition. Okay? Aber so ein echtes verschränktes Element können Sie echt nur als Summe schreiben und nicht etwa einzeln. Okay, gut. Also wir haben aus dem vorherigen jetzt die folgende praktische, also Fazit, praktische Definition von Tensorprodukträumen. Und das ist ja das, was Sie für die Quantenmechanik brauchen. Sie wollen das Tensorprodukt zwischen zwei Räumen haben. Also zumindest mal, wenn es endlich dimensional ist. Aber das ist es halt nicht immer. Aber na gut. Also V Tensor W, diesen Raum, den können Sie natürlich schreiben. Sie können sagen, das sind all die Abbildungen Summe I gleich 1 bis dem V, J gleich 1 bis dem W, TIJ für irgendwelche TIJ aus K, Groß J, EI Tensor FJ, wenn die EI und FJ jeweils eine Basis bilden. Okay?
Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, wenn man hier Hilbert-Räume hat und kann auf die ein inneres Produkt vererben, auch das kommt auf dem Übungsblatt, könnte man sich natürlich auch überlegen, wie das hier für unendlich dimensionale Hilbert-Räume geht. Okay? Nur, ich muss ja irgendwie wissen, was dieses Ding hier bedeutet und irgendwie muss ich auch wissen, wo dieses Gesamtobjekt wieder lebt, sonst kann ich es ja irgendwie nicht aufsummieren und so weiter und so fort. Deswegen ist das halt die praktische, rechentechnische und so weiter Geschichte und so wird es auch oft eingeführt, aber eigentlich muss man erstmal die Räume verstehen, bevor man anfangen kann, auf diesen Räumen zu addieren und so weiter. Okay, das ist diese praktische Definition. Und jetzt wollte ich Ihnen aber noch ein Beispiel geben, für verschränkt und nicht verschränkt. Beispiel. Und ich nehme gleich mal eins, da ist V gleich dem R hoch 2 und W ist gleich dem R hoch 3. Und wenn man dann den V-Tensor W nimmt, dann kann man zeigen, Übungsblatt, dass das als Vektorraum kann ich das auch verstehen als den Vektorraum der 2 kreuz 3 Matrizen. Das ist so ein komisches Objekt, aber kann man machen. Ne? 2 mal 3 Matrizen ist auf jeden Fall eine Menge. Mit komponentenweiser Addition und S. Multiplikation. Sie wissen, wie das geht. Das haben Sie gelernt. Ich schreibe Ihnen 2, 3 mal 3 Matrix hin und noch eine. Ich sage Ihnen, addieren Sie, dann machen Sie das ganz schematisch und S-Multiplikation. Aber man kann zeigen, das ist als Vektorraum, ist das das Gleiche. So, das ist auf dem Übungsblatt. So, jetzt schreibe ich Ihnen ein Element hin, das ist separabel und eins, das ist nicht separabel. Also Beispiel im Beispiel, ja, Beispiel im Beispiel. Ich nehme klein v gleich 1,0 und ich nehme klein w als 0,1,0. Das sind klarerweise Elemente in diesen R2 und R3, denn das ist ja R kreuz R und das ist R kreuz R kreuz R. Das hat ja diese Tupelstruktur. Das hat also nichts damit zu tun, dass Sie hier jetzt schon Komponenten bezüglich einer Basis gewählt hätten, sondern aufgrund der Tupelstruktur kann ich natürlich diese Objekte hinschreiben. Also Beispiel im Beispiel A. So, jetzt kann ich natürlich V-Tensor W ausrechnen und das entspricht dann, wenn ich hier in diesem Raum der 2 mal 3 Matrizen, entspricht das dann 0, 1, 0, 0, 0, 0. Denn wenn ich sage Zeile, es ist 1 mal und dann reproduziere ich dieses W, einmal dieses W. In der nächsten Zeile reproduziere ich das W 0 mal, dann steht es so da. Man hätte natürlich auch schreiben können 1,2 und dann stünde hier sowas. Okay, fein. Das ist alles reduzibel, separabel, denn dieses Element, das klarerweise ein Element des V-Kreuz, V-Tensor W ist, ist ja eine 2 mal 3 Matrix, kann ich durchaus produzieren hier raus. Ne? Und dass man dieses kleine Tensorprodukt, dass das dann diese Form annimmt, das kann man sich auch leicht überlegen. Ist also, man würde also sagen, das hier, dieses Element aus dem Gesamtraum, ist separabel. Warum? Ne, ich kann es schreiben als Tensorprodukt von Elementen in den konstituierenden Räumen. Schreibe ich eins hin, das ist nicht separabel. B, na, da kann ich ja kein kleines V und kleines W hinschreiben, muss ich gleich das Element hinschreiben. 0, 1, 0, 2, 0, 0. Mit Sicherheit ein Element aus dem Raum aller 2 kreuz 3 Matrizen. Es wird Ihnen aber nicht gelingen, ein V und ein W zu finden, sodass das hier als Ergebnis rauskommt. Denn Sie sehen ja schon, aufgrund dieser Regel hier, da muss ja die zweite Zeile, also ist das einfach nur der Faktor, die reproduzieren immer wieder dieses W und gewichten das mit diesen Faktoren. Ja gut, aber das ist ja hier nicht so. Sie können 0, 1, 0 gewichten, womit Sie wollen. Sie kriegen nie 2, 0, 0 raus. Ja, okay. So, das Ding ist verschränkt. Ist verschränkt. Ah, sagen Sie, also als Matrizen hingeschrieben, na, wenn ich mir das irgendwie hier diese... dann hat das zu tun mit Rang 1 oder nicht Rang 1 der Matrix. Jetzt aber Rang im linearen Algebra-Sinne.
wie viele linear unabhängige Zeilen habe ich denn? Rang 1, unverschränkt oder separabel, größer Rang 1, verschränkt. Sie sehen also, separabel ist echt die Ausnahme. Ja? Verschränkt ist der Normalfall. So ist das. Das ist diese Terminologie. Also wie gesagt, das können Sie mit ganz tollen Bildern und so weiter, im Endeffekt versteht man es nur über diese Tensorprodukte ordentlich. Ja? Das ist das, worauf Sie sich immer zurückziehen müssen. So. Noch Fragen hierzu? Ich gerade im fliegenden Wechsel meine gesamte Vorlesungsplanung verschoben habe, müssen Sie mir sagen, was war die letzte Unternummer? 5? 5, okay, dann ist jetzt 6. Fockraum. Auch so ein Begriff aus der Physik. Wir werden sehen, das haben wir ja noch gar nicht gemacht, ich habe Ihnen ja bis jetzt nur Mathematik gegeben und immer so ein bisschen Physik eingestreut zur Motivation, aber eigentlich haben wir keine Physik gemacht. Ja? Wir werden sehen, dass ein quantenmechanisches System aus groß n vielen, und jetzt kommt noch so ein Schlüsselwort, das Sie zunächst missachten können, aber natürlich kommt da nachher noch was dazu, aus n unterscheidbaren, ich sage Teilchen, aber Sie dürfen immer auch denken Teilsystem, ja, aus n unterscheidbaren Teilchen mit jeweiligen Hilberträumen H1 bis Hn, und ich schreibe jetzt auch nur die zugrunde liegenden Vektorräume hin, mit dem inneren Produkt beschäftigen wir uns auf dem Übungsblatt. Wir sehen, dass ein quantenmechanisches System aus n unterscheidbaren Teilchen mit jeweiligen Hilberträumen einen Hilbertraum H1, ja, gelber Tensor, H2, gelber Tensor, Hn, Tensorprodukt zwischen Räumen, ein Hilbertraum, das ist jetzt ein blöder Satz, ich sage benutzt, Sie wissen, was ich meine, das System, dem System unterliegt ein solcher Hilbertraum, wäre die elegantere Formulierung. Und das habe ich Ihnen ja gesagt, es ist halt nun mal so, dass es nicht die direkte Summe ist, das müssen Sie mir jetzt glauben, wir hätten das ansetzen können, hätten wir Experimente gemacht, hätten wir herausgefunden, das stimmt ja gar nicht, das passt nicht. Ja, macht man das Tensorprodukt, passt es. Das ist so ungefähr die Begründung. Nun kommt in der Physik aber manchmal und in der relativistischen Physik immer. Wir machen ja hier keine relativistische Physik, wir machen ja nicht relativistische Quantenmechanik. Aber in der relativistischen Physik, was sagt der Mann auf der Straße, was ist Relativitätstheorie? Berühmteste Formel der Relativitätstheorie? E gleich mc Quadrat, sagt der Mann auf der Straße, die Energie-Massen-Äquivalenz. Und das bedeutet insbesondere, Sie können Massen schaffen, wenn sie nur genug Energie haben. Sie können also zwei Teilchen zusammenschießen und wenn sie genug Energie haben, können da 5 Teilchen rauskommen oder 6 oder sowas. Ja? Sie können Massen, neue Massen, das geht in der Newtonschen Mechanik nicht. Eine Masse ist ein Massenpunkt, ist ein Massenpunkt, der wird weder erzeugt noch vernichtet. Die Trajektorien der Newtonschen Mechanik, die splitten nicht plötzlich auf und die sterben nicht oder so, ja, sondern es hat eine Kurve. Und das ist aber halt in der Relativitätstheorie, können Sie halt, wenn Sie dann nur mit genügend Karacho draufschießen,
da kommt dann extra Zeugs eventuell raus. Ja? Okay. Also in der relativistischen Physik ist Teilchenerzeugung und Teilchenvernichtung ist der Regelfall bei genügend hohen Energien. Okay, nun kommt in der Physik, aber manchmal kommen Prozesse vor, die die Teilchenzahl ändern. So, und jetzt sagen Sie, aha, ja gut, aber wenn ich jetzt die Physik dann beschreiben will, da habe ich ja noch gar keine Mathematik für. Ich könnte zwar ein Einteilchensystem beschreiben, indem ich so einen Hilbertraum nehme, und ich könnte alternativ, könnte ich ja zwei Teilchen beschreiben, indem ich das Tensorprodukt der beiden nehme, habe ich ja gerade eben behauptet, sehen wir noch. Ich könnte alternativ aber auch drei Teilchen beschreiben und so weiter. Aber wie könnte ich denn zwei oder drei Teilchen beschreiben? Oder noch schlimmer in der Quantenmechanik, zwei Teilchen und gleichzeitig drei Teilchen, weil es ja ein Superpositionsprinzip gibt. Ich muss dann zwischen diese ganzen Tensorprodukte zwischen Räumen nochmal unsere bisher sträflich vernachlässigte direkte Summe schreiben. Und dann sollte ich mir aber auch überlegen, wie es mit gar keinem Teilchen geht. Da schreiben wir dann nur noch den Grundkörper hin. Und dann habe ich hier die Datenstruktur geschaffen, wenn Sie so wollen. Die Datenstruktur geschaffen, die beliebig viele Teilchen kodieren kann. Ein Element aus diesem Konstrukt, das ist kein Teilchen, ein Teilchen, zwei Teilchen oder sogar zwei Teilchen plus fünf Teilchen, plus im Sinne von Superposition. Wir haben einen Überlagerungszustand aus zwei und fünf Teilchen. Gibt es alles in der Quantenmechanik. Und dieses Objekt hier hieße der Fockraum. Fockraum. Okay. Und auf den kommen wir nochmal zurück. Das ist hier allerdings der Fockraum unterscheidbarer Teilchen. Wir werden noch Fockräume nicht unterscheidbarer Teilchen betrachten. Fockraum unterscheidbarer Teilchen. Also zum Beispiel, lassen wir das, unterscheidbarer Teilchen, die trotzdem zufällig alle den gleichen Hilbertraum haben. Also dass ich ein grünes Teilchen, ein rotes Teilchen, ein blaues Teilchen, können halt keine Elementarteilchen sein, aber Teilchen, quantenmechanische Systeme, die in diesen Prozessen nicht auseinandergerissen werden, okay, läuft. Das ist der Fockraum. Und da kommt dann tatsächlich, und ich sollte noch sagen, das geht natürlich alles mathematisch gut, wenn Sie den Fockraum bis zu groß n vielen Teilchen nehmen, dann sind diese Summen da alle definiert. Wenn Sie sagen, das soll hier unendlich weitergehen, dann müssen Sie natürlich wieder mit Konvergenzproblemen kämpfen, aber das kann alles sauber gemacht werden. Ich will Ihnen hier nur die grobe Idee geben. Ja, die reicht uns auch. Also ich will nur sagen, also dass die direkte Summe, die hat hier ihr Revival, wenn man sagt, ich kann zwei oder drei Teilchen in Superposition haben, ja klar, dafür ist das genau die richtige Datenstruktur. Oder ich kann da auch zwischen denen springen. Ich könnte wirklich sagen, ich habe echt zwei Teilchen nach echt drei Teilchen, habe ich halt einen Sprung von hier nach hier in diesem Raum. Aber jeder Zustand des großen Gesamtsystems der Welt liegt dann in diesem Fockraum. Ja, so ist das gedacht. Okay. Und das ist auch schon die Grundlage der ganzen Quantenfeldtheorie und all diesem Krimskrams. Okay, wunderbar. Wollte ich erwähnt haben. So, dann kommen wir jetzt, gibt es noch Fragen bis hierhin? Dann kommen wir schließlich noch zu nicht unterscheidbaren Teilchen. Und das ist ziemlich spannend. Denn, wie ich eben schon argumentiert habe, für Elementarteilchen muss das ja der Fall sein, wenn sie vom gleichen Typ sind. Siebtens, nicht unterscheidbare Teilsysteme, sage ich jetzt mal, Teilsysteme. Also immer wenn ich Teilchen sage, könnten Sie auch Teilsystem substituieren. Das kommt immer darauf an, welchen Standpunkt Sie einnehmen. Okay, also die Motivation ist die folgende. Motivation. Ein
Elementarteilchen. Das heißt, ein im Rahmen des benutzten physikalischen Modells, sollte ich unterstreichen, nicht weiter in Teilsysteme zerlegbares System kann man nicht anmalen. Also Eltern mit Zwillingen haben dieses Problem, also die kann man natürlich anmalen. Aber es ist klar, ne? Also wenn zwei Objekte sich völlig gleich verhalten, ich habe die nicht irgendwie markiert, wer ist denn jetzt Peter und wer ist Paul? Ja? Aber jetzt kann ich Peter und Paul ein Kreuz auf die Stirn machen, und okay, ne? Aber Peter und Paul sind ja keine Elementarteilchen, aber ein Elementarteilchen, das ist ja irgendwie sowas. Ja? Hm? Also wer noch keins gesehen hat, das ist eins, ja. Und wenn ich die jetzt irgendwie färbe, dann muss ich halt irgendwie so ein Farbpartikel da drauf touchen, ja. Muss ich den da drauf malen, ja. Also mindestens mal einen Farbpartikel ankleben. Ja. Und dann kann ich natürlich dieses von seinem ansonsten aber identischen Kollegen, der also wirklich durch sonst physikalisch nichts zu unterscheiden ist, natürlich unterscheiden, wenn ich den da jetzt entweder unangemalt lasse oder dem noch einen grünen Farbpartikel gebe. Ja, aber unterscheiden kann ich nur die beiden zusammengesetzten Systeme. Das heißt, ich diskutiere gar nicht mehr das Elementarteilchen, sondern ich diskutiere hier so ein zusammengesetztes System. Okay. Also so ein bisschen die Intuition. Das heißt, also wenn wir das ernst nehmen, müssen wir dann Donnerwetter. Also zwei Elementarteilchen gleichen Typ, sagen wir mal zwei Elektronen oder so. Gut, die könnten noch verschiedenen Spin haben, aber lassen wir das mal raus. Die kann ich per se nicht unterscheiden. Hat das irgendeine Konsequenz für unseren Formalismus mit Tensorprodukten und so weiter? Aber hallo! Diese Ununterscheidbarkeit, ich schreibe lieber nicht unter, deswegen schreibe ich immer nicht unter, das ist Un-Un ist vor allem mit meiner Schrift, diese Nicht-Unterscheidbarkeit muss mathematisch oder im Formalismus gespiegelt sein, dadurch, dass für nicht unterscheidbare Teilchen, NAT, dass für nicht unterscheidbare Teilchen, also sagen wir mal, wir haben das die Wellenfunktion des einen oder das Hilbertraumelement des einen, Tensor, die des anderen Teilchens, das muss auf einen Zustand führen, der ununterscheidbar davon ist, ob ich die beiden ausgetauscht habe. Ich muss also einen Zustand bauen des Gesamtsystems, also ist das ein Element eines neuen Hilbertraums. Okay, ich habe Ihnen noch nicht das Tensorprodukt, das innere Produkt auf dem Hilbertraum hingeschrieben. Das brauchen Sie, um das Rho zu bauen. Und gleich kann das Rho von diesem Gesamtzustand, von diesem Gesamtobjekt bauen, weil das wieder ein Element eines Hilbertraums ist. Es darf nicht unterscheidbar sein davon, wenn ich die beiden Teilchen hier ausgetauscht habe, richtig? Denn wer ist denn jetzt gerade am Mittagsessenstisch links und rechts? Ist jetzt Peter oder Paul? Da guckt man eine Sekunde weg, da guckt man wieder hin. Die könnten sich ja inzwischen ausgetauscht. Ich kann es einfach nicht sagen. Ich kann einfach nicht sagen, ob Peter immer noch an seiner Stelle sitzt und Paul oder Paul jetzt mit Peter sich gerade getauscht hat. Ich weiß es nicht. Es muss derselbe Zustand sein. Und wir wissen aber, dass es derselbe Zustand ist. Das ist gleichbedeutend damit, dass das Phi 1 Tensor Phi 2 ja vielleicht sogar bis auf eine Phase, bis auf einen Phasenfaktor. Und gut, man könnte jetzt natürlich auch noch einen richtigen Faktor davor machen, weil das wegnormiert, aber sagen wir mal, das Entscheidende hier ist der Phasenfaktor.
dass die sich bis auf einen Phasenfaktor nur unterscheiden dürfen. Also ich muss irgendwie in meine Struktur des Tensorprodukts das hier etablieren. Aha. Ja, welche Möglichkeiten gibt es denn da, das zu etablieren? Sie können sagen, ja gut, ist doch egal, wie ich das etablieren kann. Wenn die Zustände die gleichen sind, dann ist es ja egal, welche Phase. Hat die Phase, abgesehen davon, dass es der gleiche Zustand ist, trotzdem noch eine Auswirkung? Also, okay, also kann man die Phase, und die entspricht ja einer Wahl von Alpha, denn das Alpha habe ich einfach so reingeschrieben, einfach ignorieren. Ja, und was den Zustand angeht, ja. Was den Zustand angeht, ja. Und das war ja auch die Idee. Wir wollten ja ununterscheidbare Teilchen. Das heißt, wenn ich die austausche, ist es physikalisch, soll es physikalisch noch der gleiche Zustand sein. Was die sogenannte Statistik angeht, nein. Was meine ich mit Statistik an dieser Stelle? Ist ganz einfach. Wir betrachten mal zwei Extremfälle. Extremfall 1. Wir wählen Alpha auf Pi. Das darf ich machen. Das ist eine ordentliche Phase. E hoch IP. E hoch IP ist natürlich 1. Das heißt, Phi 1 Tensor Phi 2 soll gleich minus Phi 1 Tensor Phi 2 Tensor Phi 1 sein. Also es ist für den Zustand es ist Schnuppe. Ja, die Zustände sollen ja ununterscheidbar sein. Ununterscheidbare Teilchen. So gut, habe ich das, das ist ein Alpha. Aber für jedes andere Alpha, ne, wäre das auch ein ununterscheidbarer Zustand. Aber wir haben jetzt den Sonderfall, dass wenn ich jetzt zweimal den gleichen Zustand nehme, für die Einzelteilchen sozusagen, also nicht den Zustand, sondern die Wellenfunktion, dann muss das ja minus Phi Tensor Phi sein, richtig? Also wenn Phi 1 gleich Phi 2 ist. Ja, was folgt denn daraus über C, über einem Hilbertraum über C? Ja, daraus folgt gnadenlos, dass Phi Tensor Phi 0 wäre. Also wenn diese Bedingung da gelten soll, dann wäre das der Fall. Richtig? Ups. Das heißt ja, für Teilchen, wo man hier die Phase wählt als minus 1, da kann ein Gesamtsystem gar nicht aus zwei Teilchen bestehen, die im gleichen, die gleiche Wellenfunktion haben. Das nennt man ein Fermion. Man sagt auch in der Physik manchmal, sie können nicht den gleichen Zustand doppelt besetzen. Haben Sie schon mal was vom Pauli-Ausschlussprinzip gehört in der Experimentalphysik? Das ist genau das. So eine Wahl von Pi, von Alpha gleich Pi implementiert das. Sie haben ein Teilchen, es kann Zustände einnehmen, aber wenn Sie diesen Winkel da so implementieren, diese Forderung mit diesem Winkel Alpha gleich Pi implementieren, kriegen Sie Teilchen, von denen, wenn Sie zwei haben, nicht mehr beide den gleichen Zustand einnehmen können oder es gibt da gar keinen Zustand. Ja? Das heißt, diese Forderung, dass unter dem Austausch zweier Teilchen ein Minuszeichen aufgepickt wird, was an dem Zustand nichts ändert, implementiert immerhin, dass nicht zwei Teilchen, die Einzelteilchen, den gleichen Zustand gehabt haben können. Der Extremfall 2 ist, dass Alpha gleich 0 ist. Das heißt, Phi 1 Tensor Phi 2 gleich plus Phi 2 Tensor Phi 1. Natürlich ist der Zustand genauso unverändert. Der Zustand merkt gar nichts davon. Aber jetzt, wenn Sie sagen, jetzt nehme ich zwei Teilchen, Einzelteilchen im gleichen Zustand Phi Phi
Und ich nehme das Tensorprodukt, dann steht da phi phi gleich phi phi. Ja gut, das ist eine Identität, die stellt keine weiteren Bedingungen. Da gibt es keine weitere Erkenntnis daraus. Und deswegen definiert man zwei Sorten von Teilchen. Achso, man könnte noch die anderen Fälle betrachten, als diese Extremfälle. Andere Fälle, da wäre Alpha ungleich 0 und ungleich Pi. Und dann würde die Forderung, ist ja alles ist eine Forderung, ne? Wir haben die noch nicht technisch implementiert. Wir untersuchen nur, was wäre denn möglich unter Austausch von zwei Teilchen, sodass sich der Zustand nicht ändert. Angabe, naja, sowas in dieser Art. Jetzt haben wir da zwei Extremfälle exploriert. Ich könnte ja auch sagen, naja, Phi 1 Tensor Phi 2 könnte ich ja fordern, gleich E hoch, naja, machen wir ein Beispiel, ist immer besser, Beispiel Alpha gleich Pi halbe zum Beispiel, E hoch I Pi halbe, aber was ist E hoch I Pi halbe? E hoch I Pi halbe ist I, ne? Ist I mal Phi 2 Tensor Phi 1. Könnte ich auch wollen. Aber jetzt sehen Sie, oh, jetzt wird es ein bisschen knifflig, denn da oben haben wir vom echten Austausch der Teilchen gesprochen, aber jetzt könnte ich die Teilchen ja einfach nur umbenennen. Ich nenne Peter, nenne ich Paul und Paul nenne ich Peter. Ja? Aber wenn ich das mache, Umbenennung, 1 gegen 2 ergibt, na, das ergäbe ja sowas wie Phi 2 Tensor Phi 1 soll sein I Phi 1 Tensor Phi 2. Ah, aber jetzt könnte ich ja das I auf die andere Seite nehmen, da wäre es ein Minus I. Und dann steht ja die, genau die Forderung von da oben da, aber mit einem relativen Minuszeichen. Während bei diesen beiden Forderungen hätte ich Phi 1 und Phi 2 austauschen können, zum Beispiel da bei der eingekastelten Forderung, dieser Antisymmetrie, hätte ich Phi 1, Phi 2 umbenennen können. Ich hätte auch das Minuszeichen auf die andere Seite nehmen können, wäre aber immer noch die gleiche Bedingung, richtig? Und bei der Symmetrie hier sowieso. Das heißt, eine solche Forderung, wo diese Alphas hier nicht 0 oder Pi sind, wo die Phase also nicht plus 1 oder minus 1 ist, so eine Forderung ist gar nicht wohl definiert unter Umbenennung. Da oben sprechen wir von erstem Austausch. Das erste Teilchen, das zweite Teilchen sind ausgetauscht. Aber hier reden wir nur von einer Umbenennung. Und diese Bedingungen sind unter Umbenennung wohl definiert. Und diese Bedingungen sind unter Umbenennung nicht wohl definiert. Also Forderung für Alpha ungleich 0 und Pi nicht wohl definiert. Okay. Also Definition. Teilchen, nicht unterscheidbare Teilchen. Nicht unterscheidbare Teilchen, deren Wellenfunktion, nenne ich es jetzt einfach mal, deren Wellenfunktion, ah, jetzt muss man aufpassen, wie ich das ausdrücke. Das, wie sagt man, es ist politisch korrekt. Ich muss ja immer aufpassen, von welchem Zustand ich rede. Ich rede ja vom Zustand des Gesamtsystems und blub, blub, blub. Nicht unterscheidbare Teilchen. Ich mache erstmal zwei nicht unterscheidbare Teilchen. Und damit meine ich natürlich zwei untereinander nicht unterscheidbare Teilchen. Ja, das sollte ich einfügen. Zwei untereinander nicht oder voneinander nicht unterscheidbare Teilchen. Zwei voneinander nicht unterscheidbare Teilchen, deren Gesamtzustand
deren Gesamtzustand unter Vertauschung der Teilchen eine Phase e hoch i pi erhält. Und nochmal, Sie sagen, ich kümmere mich nicht um die Phase, denn der Zustand ändert sich ja nicht. Ja genau, das meint man mit nicht unterscheidbar. Soweit so gut. Eine Phase e hoch pi erhält, nennt man Fermionen. Solche, die eine Phase e hoch i mal 0 erhalten, nennt man Bosonen. Also Fermionen und Bosonen, das ist nur eine Klassifikation nicht unterscheidbarer Teilchen. Wenn Ihre Teilchen unterscheidbar sind, können die nicht Fermionen oder Bosonen sein. Ja? Gibt es nur für nicht unterscheidbare Teilchen. Und das kommt halt von dem, ich glaube, Nathan Bose und das ist der Enrico Fermi. Der eine hat die einen studiert, der andere die anderen und so weiter und so fort. Deswegen heißen die Fermionen und Bosonen, sind eben diese beiden Teilchentypen. Und die kommen halt tatsächlich beide in der Natur vor. So ist das. Und es ist ein Fakt, der allerdings im Rahmen der nicht-relativistischen Quantenmechanik nicht beweisbar ist. Aber wenn man die nicht-relativistische Quantenmechanik als Grenzfall der relativistischen Quantenmechanik auffasst, ist es beweisbar. Es ist ein Fakt, eine Quantentheorie, eine relativistische Quantentheorie mit PCT, was heißt das, die invariant ist unter gleichzeitiger Inversion aller Raumrichtungen und mit gleichzeitiger Umkehrung der Zeit, mit gleichzeitiger Konjugation aller Ladungen, Plus geht zu Minus, Minus geht zu Plus, wenn Sie das alles gleichzeitig machen und die Quantentheorie ist so gebaut, dass sie darunter invariant ist, also Ihr Modell, Ihre Dynamik ist so gebaut, dass sie darunter invariant ist, dann kann man zeigen, dass Fermionen, also solche, die unter Austausch diese Phase da erzeugen und die keine Zustände doppelt besetzen können, Fermionen haben immer Spin 2j plus 1 halbe, j aus n 0. Also kurz gesagt, Fermionen haben immer echt halbzahligen Spin. 1 halb, 3 halbe, 5 halbe. Und Bosonen haben immer Spin 2j. 2j, verwirrt. 2j plus 1, doch sind die halb ganz, halb, richtig, haben immer Spin j aber aus n0 und nicht aus n0 halbe. So ist es. Ja? Die haben immer nur ganzzahligen Spin. Ja? Und zunächst mal, warum? Was hat denn der Spin zu tun mit den Möglichkeiten, Zustände doppelt zu besetzen oder nicht? Das ist nämlich der Unterschied. Bosonen, Sie können beliebig viele Bosonen im gleichen Zustand haben in einem zusammengesetzten System, aber immer nur ein Fermion. Und das andere muss dann, das ist dieses Paulische Ausschlussprinzip für Fermionen. Und es hat halt tatsächlich mit dieser verrückten Spin-Eigenschaft zu tun. Ja? Aber dieser Zusammenhang ist ein ganz tiefes Theorem der Quantenfeldtheorie, also der axiomatischen Quantenfeldtheorie. Das kann man da zeigen unter Annahmen von gewissen Lokalitätsaxiomen und so weiter und so fort. Okay? Aber das versteht man im Rahmen der nicht-relativistischen Physik, versteht man das nicht. Dennoch wird man sie immer nur mit Beispielen konfrontieren, bei denen Fermionen Spin 1,5 zum Beispiel haben und Bosonen Spin 0 oder Spin 1 oder sowas. Ja? Okay. Gut. Und noch 5 Minuten haben, noch eine Bemerkung, aber deren Ausarbeitung kommt aufs Übungsblatt. Bemerkung.
ich habe ja hier nur formuliert, was die Eigenschaft sein müsste für solche Bosonen und Fermionen. Nämlich hätte es da auch einkasteln sollen, da diese Symmetriebedingung. Nämlich, dass einmal unter Austausch ein Minuszeichen aufgepickt wird und einmal wird ein Pluszeichen aufgepickt. Ich habe ja nur gesagt, was die Bedingung wäre und wir haben uns geguckt, was daraus folgen würde. Aber wie würde ich das denn mathematisch kodieren? Mathematisch kodieren wir Bosonen, Wellenfunktionen, kodieren wir die Wellenfunktion von Groß N Bosonen als Element, also sehen Sie, es geht schon um die Wellenfunktion des zusammengesetzten Systems, als Element des sogenannten symmetrisierten Tensorprodukts H symmetrisch Tensor symmetrisches Tensorprodukt, da macht man einfach nur noch einen Kringel H Tensor H Tensor Tensor, also immer symmetrisch H n mal, ja, und das muss man halt definieren und das kommt auf dem Übungsblatt, wie man dieses symmetrische Tensorprodukt definiert aus dem Tensorprodukt. Das ist nämlich nur noch ein Unterraum. Ähnlich Fermionen, also die Wellenfunktion, die eine Wellenfunktion, die n Fermionen entspricht und dann den Zustand macht, ähnlich Fermionen, da ist die Wellenfunktion ein Element aus dem antisymmetrisierten Tensorprodukt n mal und diese Wedge, dieser Keil ist halt das Symbol für das antisymmetrisierte Tensorprodukt. Also hier lässt man das Kreuz weg und hier lässt man den Kringel und die obere Hälfte des Keils weg. Ja, so ist das halt, das ist die Symbolik. Dafür, nochmal, dafür kann ich dann die Wellenfunktionen, die daraus kommen, sind die Wellenfunktionen von reinen Mehrteilchenzuständen. Warum von reinen? Weil ich aus einer Wellenfunktion über Rho unten große Wellenfunktionen den Zustand erzeugen kann. Wir hatten gesagt, das sind reine Zustände. Ja? Und das wird auch wieder auf dem Übungsblatt definiert und damit kann man ein bisschen rumspielen. Und das spielt eine riesige Rolle in der statistischen Physik, denn ein Gas aus 10 hoch 23 Bosonen verhält sich völlig anders wie ein Gas aus 10 hoch 23 Fermionen. Ja? Und wenn Sie zum Beispiel einen Neutronenstern oder so irgendwas haben, oder na, dann müssen Sie irgendwie ausrechnen, wie ist denn es mit dem Neutronenstern, was passiert denn da, wenn der zusammenfällt und so weiter und so fort. Das macht Unterschiede im Gasdruck und in allem. Ja? Also Sie können da die Unterschiede nur verstehen, wenn Sie wissen, dass die einen, da kann ich mit Bosonen, bei den anderen mit Fermionen rechnen. Macht einen riesigen Unterschied. Und da sieht man quasi die Ununterscheidbarkeit der Teilchen und dass es Bosonen und Fermionen gibt, sieht man letztlich am Verhalten von Gasen. Da muss ich also nicht irgendwie in die Quantenmechanik, also die schon in die Quantenmechanik, aber ich muss nicht irgendwie was angucken, was quantenmechanisch aussieht. Ich gucke mir einfach Gase an und die haben ganz verschiedenes Verhalten. Also daran hätte man auch schon in der Thermodynamik ablesen können, dass es sowas geben muss. Und es gibt dann in der statistischen Mechanik solche Sachen wie Mischungsentropie und so weiter und so fort. Also es hat ganz, ganz viele Auswirkungen auf ganz viel makroskopische Physik, die wir sehen. Also nicht irgendwelche kleinen Detailfutzeleien in der Quantenmechanik, irgendeine entlegene Ecke einer Subtilität, die jetzt auch noch irgendwie abgehandelt wird, sondern es ist ein ganz zentraler Eckpfeiler von ganz viel observabler Physik. Bis am Donnerstag. Danke. Thank you.